Hey, na, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Kapp- und Gärungssäge. Und das Arbeiten mit so einer Kapp- und Gärungssäge macht natürlich einen Heidenspaß, wenn man den einen oder anderen Trick darüber kennt oder weiß. Und heute geht es um ausrissfreie Schnitte. Und der eine und andere kennt das wahrscheinlich schon, wenn ihr beispielsweise mal eine Zimmertür oder so zugesägt habt, oben schon abgeklebt, unten auch, und dann sägt ihr das mit der Handkreissäge und oben ist der Schnitt richtig schön sauber und auf der anderen Seite sieht er richtig kacke aus, beziehungsweise oben sogar auch im schlimmsten Fall. Ja, und das ist, darüber gibt es ein Video, das habe ich schon gemacht, das werde ich dir hier oben im Eck verlinken oder unten in der Videobeschreibung, wie du das Ganze umgehen kannst, allerdings mit einer Tauchkreissäge. Gibt es einen ganz, ganz simplen Trick und den zeige ich dir jetzt hier auch an der Kapp- und Gärungssäge. Ganze Plastikmüll mal hier. So, meine Freunde, die Kapp- und Gärungssäge. Sagt ja schon der Name, damit könnt ihr Holz kappen. Meistens wird das sowas im Tischler- oder Zimmermannshandwerk für Dachlatten verwendet, beziehungsweise um Sachen abzulenken. Bei mir auch. Aber ich schneide damit auch kleinere Möbelstücke zu, beziehungsweise Plattenmaterialien. Und darum soll es heute gehen. Wer die Säge noch nicht kennt, darüber gibt es auch ein Video, wo ich die auspacke, wo ich ein bisschen darauf eingehe, ob ich die nochmal kaufen würde oder nicht. Findet ihr auch unten alles in der Videobeschreibung. Also schaut doch mal nach, auch sowieso den Kauflink. Und nicht wundern, die Kauflinks sind von Amazon. Sprich, wenn ihr dort rüber etwas kauft, egal was, ob es jetzt diese Kapp- und Gärungssäge ist oder ich weiß nicht was, Klopapier, dann kriege ich eine ganz, ganz kleine Provision. Das sind wirklich Centbeträge. Dadurch wird aber nicht der Preis teurer, weil letztendlich bezahlt das der Verkäufer, das heißt der Anbieter, und ich werbe quasi dafür. Und das Ganze, das Gute daran ist, dass ihr mich damit unterstützt, den Kanal sozusagen. Ne? So, ich möchte euch jetzt mal ganz kurz was zeigen. Und zwar hat wahrscheinlich jeder schon von euch gemacht, ihr sägt einfach so ein Kantholz ab. So, und was sehen wir hier? Okay, das Blatt ist scharf. In der Regel ist das normalerweise ganz, ganz, ganz stark ausgefranst. Beziehungsweise, ja, die Holzfasern gehen raus, reißen raus. Ist aber ein nagelneues Sägeblatt drin. Und wie gesagt, normalerweise wird das schlimmer aussehen. Warum, weshalb ist das so? Also, die Vorderkante ist richtig, richtig schön sauber. Ganz einfach. Wenn ich jetzt hier säge, der Eintritt vom Sägeblatt ist schön sauber. Und hinten, wo das Sägeblatt rauskommt mit den Zähnen, da reißt es das Ganze auf. Und hier hinten seht ihr beispielsweise, die Anschlagbacken sind ein Stück weiter entfernt, weil ich vielleicht davor auf Gärung was gesägt habe, sprich die Säge geschwenkt habe. Und dadurch wird das Holz nicht gehalten, wird nicht unterstützt und dadurch reißt das Ganze aus. Ihr könnt das ganz, ganz leicht umgehen. Ich habe mir mal eine Vorrichtung gebaut. Einfach ein Stück Multiplex auf Gärung verleimt, dann hier zwei Einnietmuttern reingemacht, beziehungsweise Einnietmuffen sind das, glaube ich. Die befestige ich dann mit Flügelschrauben oder Muffen. Und hier ist beispielsweise jetzt was für Rundleisen. Das kann ich dann einspannen und dann kann ich die sauber absägen. Aber ihr könnt das natürlich auch zweckentfremden, das Ganze abschrauben. Und wenn ihr jetzt hier was sägt, dann kann das hinten nicht mehr ausfransen, weil das Holz ja was, ja, einen Anschlag hat quasi. Das macht man beim Fräsen auch mit einer Tischoberfräse oder mit einer Tischfräse quasi. Wenn ich jetzt ein Stück Hirnholz säge, soll ich das erklären? Wenn das jetzt mein Sägeblatt ist oder mein Fräskopf hier ist und ich säge jetzt hier ein Profil ran, ja? Und dann fräse ich und dann würde das hinten alles rausreißen und dann spannt man immer hinten ein Opferholz gegen, entweder so, und dann fräse ich und drückt das dagegen und dann ist die Kante hier richtig schön ausgefräst. Aber das ist ein anderes Thema. Ich fühle mich irgendwie richtig unwohl. Normalerweise habe ich immer ein schwarzes T-Shirt an. Und es ist immer total irritierend, in der Kamera irgendwie so ein anderes Oberteil zu sehen. Richtig komisch. So, wenn dir dieses Video jetzt bis hierhin gefällt, dann würde ich dich darum bitten, ein Handwerkerdom nach oben zu gehen. Das hilft mir natürlich auch sehr, sehr viel. Vor allem die anderen Zuschauer, die auf das Video klicken, die sehen, ganz viele Daumen hoch. Ist sehenswert, schaue ich mir weiter an. So, dann noch einen ganz, ganz kleinen Tipp. Und zwar, wenn wir jetzt
richtig, richtig professionell sein möchten. Also ihr seht, ich habe es noch nicht gemacht, ich gebe euch aber den Tipp. Ihr könnt diese Einlage hier, die kann man ja verstellen anhand der 6 Schrauben hier. Das heißt, man kann das Ganze weiter rein drücken oder weiter raus. Ihr seht auch hier schon, das Sägeblatt macht man manchmal die Biege. Das heißt, wenn man irgendwas Großes sägt, dann kann es schon mal sein, dass sich so ein Sägeblatt verläuft oder es bleibt irgendwas hier, so ein Abschnitt hängen und dadurch knallt es dann und reißt sich so ein bisschen Holz raus. Und das ist natürlich das gleiche Prinzip wie gerade eben hinten auch. Dadurch kann dann auch das Holz ausfransen. Sprich, ihr nehmt das Ganze raus mit doppelseitigen Klebeband auf einer Multiplexplatte und dann zeichnet ihr euch das an mit Bleistift, sägt euch so einen Streifen zu, den Rest macht ihr mit der Bandsäge, 6 Löcher gebohrt und dann könnt ihr das Ganze wieder reinsetzen, einen Schnitt machen und damit könnt ihr auch ganz, ganz viele Ausrisse schon verhindern. Und das ist aber auch nicht wirklich dieser Trick, den ich jetzt meine. Ich zeige euch jetzt den Trick. Also, ich habe letztens im Schlafzimmer, am Kopfteil, habe ich so ein bisschen verschönert mit Studioline. Das ist so ein Akustikbrett, so ein Profilbrett, gibt es in unterschiedlichen Dicken. Und das Ganze habe ich verschönert. Und dann habe ich mit meiner kleinen Kapp- und Gärungssäge das Ganze gesägt. Und ja, es ist natürlich ausgerissen beim ersten Schnitt. Und dann habe ich mich erinnert, da gab es ja so einen Trick, einen ganz speziellen. Und den zeige ich dir jetzt. Ich habe euch jetzt mal ganz, ganz nah rangeholt. Ihr seht jetzt hier einen Bleistiftstrich und natürlich den Laser. Und ich hole mal das Sägeblatt kurz runter, damit ich mir das gleich exakt einstellen kann. Okay, passt. Das wird nämlich ein kleines Schränkchen werden, im Boho-Style. Könnt ihr auch demnächst auf dem Kanal sehen. So, der Trick ist nämlich ganz, ganz einfach. Das mache ich nämlich jetzt. So, wer aufgepasst hat, hat gesehen, ich habe das Ganze vorgesägt. Natürlich geht das nicht komplett durch, weil das Sägeblatt ja rund ist. Das heißt, hier hinten bleibt so ein Stück übrig. Das heißt, das können wir umgehen, wenn wir uns was hinterklemmen. Ich habe das Ganze vorgesägt. Und sowas gibt es auch bei einer Tischkreissäge, besser gesagt bei einer Formatkreissäge, wenn ihr beispielsweise Furnierplatten zusägt oder beschichtete Platten. Dann gibt es ein großes Blatt vorne, also was den eigentlichen Schnitt macht. Und hinten und ganz vorne ist ein Vorritzblatt. Ein ganz, ganz kleines Sägeblatt, was im Grunde den Vorschnitt macht, beziehungsweise die Deckschicht einschneidet. Und nichts anderes habe ich gerade auch gemacht. Ich habe quasi die Deckschicht ganz, ganz vorsichtig mit den Zehen angekratzt und danach nachgeschnitten. Das Ganze nochmal vernahen. Also ich habe das Brett gerade umgedreht. So. Das ist die andere Seite. Man kann jetzt ganz, ganz schwach noch den Bleistiftstrich erkennen. Und somit könnt ihr beispielsweise hier an der Kapp- und Gärungssäge auch mal beschichtetes Dekorplatten zusägen, also Spanplatte oder wie gesagt diese Studioline. Da die Oberfläche sehr, sehr zart ist, beziehungsweise eingeschnitten und meistens oben einmal ein kleines dünnes Furnier liegt von Eiche oder Fichte. Und das neigt dazu, ganz, ganz schnell auszureißen. Und somit könnt ihr das Ganze umgehen. Jetzt habe ich nochmal ein Stück Spanplatte besorgt. Beschichtet weiß, jeder, der sowas schon mal zugesägt hat, der weiß, dass das Ganze schnell ausreißt. Natürlich ist Bedingung, dass ihr ein scharfes Sägeblatt habt, ne? So, jetzt werde ich das Ganze mal vorschneiden. Und ihr seht jetzt schon hier, dass der Vorschnitt wirklich fransenfrei ist. Sauber, ne? Ist natürlich jetzt schwer, den gleichen Schnitt nochmal zu treffen. Das nehme ich die andere Seite. So. Ich werde jetzt mit euch, die andere Seite ist wahrscheinlich ausgerissen, weil wie gesagt, unten fehlt halt das dementsprechende Gegenstück, ne? Also hier hinten ist was rausgeplatzt, aber ansonsten ist der Schnitt auch sehr, sehr sauber geworden. Aber es geht jetzt hier oben. Schaut euch das mal an. Also besser geht's gar nicht.
Ja, und mit diesen kleinen Tricks könnt ihr quasi ausrissfrei an der Kappumkehrungssäge sägen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich mache jetzt weiter mit Leim. Ich baue nämlich eine Werkbank, die nur mit Leim zusammenhält. Du brauchst dafür eigentlich eine Spanplatte, eine Pulle Leim und ein paar Klemmzwingen. Das war's eigentlich, ein Bohrer und ein Akkuschrauber. Aber als Verbindungsmaterial oder als Träger dient Leim. Ja, und dieses Video, das kommt nächste Woche online. Ich würde sagen, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Teil dieses Video, lass einen Kommentar da, würde mich mega drüber freuen. Oder geh kommentarlos, aber lass ein Abo da. So, bis dann. Ciao.